Och nee, nicht schon wieder Haus. Ich glaube, damit habe ich es heute mit der Karte. Ich habe heute nur Haus gezockt. So. Kommen wir über die River Dogs. Ich bin ready, denn die Karte ist schon längst im Arbeitsspeicher. Weil so oft wie ich die jetzt gezockt habe, ist das alles schön brav gecached, so wie sich das gehört. Das heißt, ich kann sofort loslegen. Gut, warten wir noch auf den Rest. Auf Skills 1333. Komm, Skills. Igrillo. Ja, der klingt auch witzig. Dann gucken wir doch mal, ob der seinem Namen vielleicht gerecht wird. Igrillo euch alle weg oder was? Das wäre auch mal witzig. Dann bräuchte er aber sowas wie einen Flammenwerfer. Ja, das ist doch mal ein schönes Visier. Ja, das ist das, was ich haben wollte, ein Visier. Shit, man! Knallen die mich halt direkt weg. Oh Mann, ey. Ja, okay, ich hing da aber auch ziemlich offensichtlich. Also, wir halten fest, im Erdgeschoss einzusteigen ist eine blöde Idee. Haben wir hier eine MG-Bratze dabei? Tatsache, wir haben hier eine MG-Bratze dabei. Nicht schlecht. Es wäre cool, wenn du den jetzt revivest. Den Werten. Ey, du kannst den Teamkollegen auch retten. Das sieht gerade nicht so aus, als sei der Terrorist. Oder ist er jetzt schon tot? Sonst wäre das ein ziemliches Arsch. Okay. Ja, da ist nichts. In dem Raum ist irgendwie selten was los. Oder zumindest ist es überschaubar. Oh, es sind wieder Minen. Da muss man auch aufpassen mit. Okay, der chillt hier unten fröhlich. Mit seiner Schrotze. Was soll das bringen? Aber das finde ich einen lustigen Effekt. Du schießt mir Blut nach und du spritzt mehr Blut. Der Typ geht aber auch ab. Ja, das war's. Ich würde sagen, wir sind ziemlich am Arsch. Würde ich jetzt mal so festhalten. Ja, die Munitionskiste ist schon leer. Ja, der Kerl verreckt hier leider gerade. Was machen die da? Karten spielen, dealen oder sonst was? Leider kann man in der Deathcam ja noch nicht mal mehr eine Waffe ziehen. Versucht ihr die jetzt abzustechen oder was? Nein, funktioniert wohl leider nicht. So, Last Man Standing. Der gegen 20. So, dem hätte er jetzt schön die Füße wegschießen können. Das wäre ziemlich cool gewesen. Und hinter ihm ist irgendwo einer mit der Schrotflinte. Oder in dem Nebenzimmer. So, wieder einer am Treppenhaus. Tja, mal gucken. Ob er es durchhält. Wieder einer von den Suicide. Von den Suicide-Leuten. Ja. Ich bin jetzt selber etwas gespannt, ob er das schafft. Also bis jetzt macht er sich gut. Wenn ich ehrlich bin. Er schlägt sich nicht schlecht. Also ich selber finde es jetzt relativ spannend, ihm zuzugucken, auch wenn ich mal wieder nicht spiele, weil ich durch irgendeine idiotische Aktion wieder verreckt bin. So, er ist nicht im Stress, er hat 10 Minuten. Ja, aber man muss auch schon realistischerweise sagen, es ist ziemlich voll da unten. Was will der jetzt aus dem Teamchat? Dreh dich! Oh, der macht's aber echt spannend. Was juckt der sich in dem Voice-Chat so zusammen? Das klingt manchmal irgendwie komisch. Ah, er gibt Ansagen.
Ja, dreh dich um, will er dir sagen. Aber wo soll denn einer sein? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wenn er leise wäre, könnte der andere sich auch wenigstens konzentrieren. Ey, was für ein Mädchen, ey, wie der da am Rumschreien ist, aber das ist ja echt schon witzig. Ich will jetzt nichts sagen, aber der hält sich erstaunlich gut. Von 20 Leuten hat er gerade schon 13 abgeknallt. Und warum lässt er die jetzt vorbei? 14 ist KIA. Okay. Okay, ich glaube, der hatte gerade einen Reconnect. Disconnect, würde ich sagen. Tatsache, der hatte einen Disconnect. Dabei hat er sich so gut gehalten. Das ist aber schade. Das hätte er sogar noch gewinnen können. Die zwei hätte er weggebratzt. Das hätte er gewinnen können ohne Probleme. Das ist aber ärgerlich. Hat der einfach einen Disconnect. Ja, aber so kann es manchmal gehen. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis mein Disconnect kommt, aber das ist halt immer doof. Egal, probieren wir es nochmal. Also so macht das Spaß. Das sind echte Herausforderungen. Oh, und schon wieder müssen wir einen Spieler suchen. Menno. Mal gucken, ob es dieses Mal besser funktioniert. Ja, es funktioniert sogar. So, der Kerl da, dessen Sprache ich nicht zuordnen kann, der scheint wohl zu hosten. Hoffentlich hat er eine gute Internetleitung. Consulate! Endlich! Jetzt weiß ich auch, wie diese Map heißt. Das Konsulat. Und ich liebe diese Map. Und es macht so unglaublich viel Bock. Boah, jetzt bin ich schon wieder direkt viel motivierter. So, wir sind alle ready. So. Warten wir noch auf denjenigen, der selected. Aber es scheint alles zu stimmen. Und wir sind nur 4 Leute. Okay, 4 von 4 Spielern. Ich dachte eigentlich, wir seien 5 Spieler. Aber egal. Dann sind wir halt schon 4. Das macht das Ganze nur noch schwieriger. Keine Ahnung, wie ich hier das am besten einnehmen soll. Ja, schauen wir doch erstmal rein. Hi. Ja, Idiot! Du siehst doch, dass ich da sprenge und rennst rein. So ein Scheißidiot. Mann, er gibt mir wieder negative Punkte. Ich meine, ich hätte zwar aufpassen müssen in dem Moment, als ich abdrücke, aber... Oh. Da ist einer. Ich bin weg da. Boah, das war aber knapp. Aber Gott sei Dank hat er wohl nur eine Flash geworfen. Trotzdem. Trotzdem möchte ich ja nicht unbedingt aufs Maul kriegen. Nicht meine Flash. Okay, hier sieht's gut aus. Es fühlt sich gerade irgendwie nicht gut an. Okay, hier ist irgendwie ziemlich ruhig. Eigentlich viel zu ruhig. So, immer schön das Magazin vollhalten, sonst kommt irgendwann meine Gegnerwelle und ich kann ihnen nichts mehr entgegensetzen. Okay, hier sind die Teammates. Dann gehen wir mal wieder zurück nach oben. Und das ist gerade ein ziemlich fetter Grafikbug. Dass das da so schwarz ist, beziehungsweise es ist alles so dunkel. Vielleicht, weil gerade Nacht ist. Das könnte nämlich sein, oder zumindest habe ich so den Eindruck, dass sich die Map den Tageszeiten anpasst. Aber das hier sieht eher nach ziemlichem Bug aus. Ich würde die Map gerade rumbuggen. Alter! Ich hab die Scheiße überlebt! Ich fass es nicht, ich guck da so, hey Bombe! Scheiße Bombe! Ja, und dann steht da im Raum einer drin. Das war ziemlich knapp.
Ja, jetzt gucke ich gerade in dem Moment, was da zum Refillen gibt, und dann kommen sie natürlich und killen mich. War ja so klar! Ja, da guck, in dem Moment passe ich nicht auf, da knallt er mich natürlich ab. Dieser Selbstmordmann. Okay, hier ist einer mit dem Schild unterwegs. Ich frage mich zwar, warum der einen Schalldämpfer hat, weil dann macht die Pistole weniger Schaden, aber naja, seien wir. Oh. Hat's den jetzt erwischt, im Ernst? Durchs Schild durch. Ich fasse es nicht. So, und was macht der Kollege da? Das ist natürlich geil, einfach mal die Wand wegklopfen. Okay, hol ihn hoch. Hopp, hopp, hopp. Das könnte echt noch was werden. 2 gegen 23 und beide sind ziemlich low, also irgendwie wurden wir ziemlich gerackt, diese Runde. Also das war nicht erfreulich, schon allein, weil ich einfach mal hardcore mein Teammate wegsprenge. Was sieht der da gerade? Man hört ihn ja schon. Mit der Bombe näher kommen. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt mit der Pistole bekämpfen würde. Diesen Selbstmordmann. Würde ich mir ernsthaft überlegen. Oh oh. Oh, Glück gehabt. Okay, also so einzelne Leute kann man ganz gut mit dem Schild bekämpfen. Hey, cool, das Radio ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Huch. Kommen die auf einmal her und plötzlich steht da wieder so einer, der sich selbst umbringt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, nee, ich glaube, die Munitionskiste ist schon leer. So, das könnte noch spannend werden. 10 Minuten, 29 Feinde. Das heißt, pro Minute 2 Feinde, würde ich sagen. Dann schafft ihr das. So, weiter, der nächste bitte. So, das Problem ist, dieses Gebäude ist natürlich relativ groß, aber da hört man ihn ja schon. Bam. Schade. Da rastet der natürlich komplett aus. Und geht im Selbstmord-Style dahin. Schade. Okay, also ich glaube, das hier sind wirklich gerade Bugs, so wie die Map hier oben gerade aussieht. Hm. Schauen wir mal, was er gegen so viele Leute ausrichtet. Vor allen Dingen mit 4 HP. Ich will mal realistisch sein. Nicht viel. Übrigens, wenn ihr der Meinung seid, hier nur so Leuten zugucken und nur so von mir die Moderation zu kriegen, weil ich selber nicht zocke, also mich persönlich stört das nicht, aber wenn ihr sagt, oh nee, langweilig, zock lieber selber, dann sagt das, dann schnibbel ich das raus und nehme quasi nur die Runden, die ich zocke. Also quasi dann nicht, wo ich irgendwie spectate oder weil ich ein Team gejoint bin oder jetzt sowas, weil ich einfach zu früh verreckt bin. Aber eigentlich gehört das halt auch so ein bisschen zum Spielerlebnis dazu, von daher. Sagt, was ihr da lieber hättet, und dann versuche ich, mich darum zu kümmern. Okay, da sind ein paar viele Bomben drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm. Mal gucken, was er jetzt so macht. Ich bin gespannt. Denn einfach ist seine Situation nicht. 4 HP, 14 Feinde. Ich meine, er hält sich wacker, aber trotzdem. Und dann noch das Zeitlimit. Ich bin mal gespannt. Ich weiß aber halt auch nicht, warum er die ganze Zeit den Boden anguckt. Dabei sieht man halt auch nichts. Ah, da war einer auf dem Dach. Schade. Schade aber auch, oder? Wie ist das jetzt gelaufen? Nee, da unten war einer. Krass. Vor allen Dingen, dass er dem da noch drückt. Also das ist echt schon Cheaten. Zumindest sieht es fast so aus. So, das schaffen wir nochmal. Das geht besser. Tja, leider bin ich etwas früh verreckt. Etwas früh, leichte Untertreibung. Egal. Schauen wir doch mal, wie es jetzt weitergeht.
Vor allen Dingen, weil wir schon wieder einen raus haben aus dem Team. Dann geht's halt nur mit 4 Mann weiter. Aber mit 4 Mann auf dieser Map, das ist halt einfach richtig miese. So. Okay, wir sind doch wieder 5. Wir haben noch einen dazu bekommen. Schauen wir mal, wie das so laufen wird. Irgendwann funktioniert dieser Spielmodus jetzt stabil und ich finde Matches, weil leider bekomme ich auf dem TDM gar keine Matches. Das funktioniert irgendwie gerade nicht. Denn da hätte ich jetzt, glaube ich, etwas mehr Motivation, das zu zocken. Aber man kann nicht alles haben. Was will man machen? Immerhin kann ich spielen, ich kann es kostenlos spielen, ich kann die Beta überhaupt spielen. Hey, es hilft, das Mikrofon aus dem Arsch zu ziehen, dann versteht man dich auch. Oder wie wär's mal generell mit einer Sprache, die ich als Deutscher verstehe, sowas wie Englisch oder so. Na egal, ich beteilige mich ja eh nicht am Voice-Chat, weil ich muss ja hier moderieren und deswegen ist das irgendwie generell schlecht. Ich könnte den auch eigentlich mal rausmuten, aber vielleicht sagen die ja mal was Spannendes, die Leute. Und regen sich nicht so krass auf. Let's do this by the book. Okay, das klingt so typisch deutsch. Let's do this by the book. Ey, meine Fresse. Deutsches Englisch. Und 250er Ping. Das ist natürlich eine super Latenz, um irgendwie zielgerichtet Leute platt zu machen. Ich sehe ja immer gar nichts. Ah, jetzt weiß ich aber immerhin, wo ich bin. In welchem Büro? Okay, ich höre schon einen Darth Vader. Huhuhu. Aber es ist natürlich so verdammt neblig hier. Man erkennt halt gar nichts. Ja, wenn da einer gerade am Verbarrikadieren ist, dann knallt man den natürlich ab. Das gleiche gilt auch für seinen Kollegen. Und es ist natürlich super, wenn man die Barrikade nur so halb offen hat, weil dann können sie nicht so gut durchbrechen. Oh Mann, oh Mann. Da steht noch einer und ich lade fröhlich feucht nach, ey. Das ist ja immer so typisch. Ja, aber soweit sieht's gut aus hier. Wie sieht's hier aus? Guck mal hier nochmal schnell nach. Hier die Teeküche ist leer. So, was machen denn hier unsere Enemies? Ah, da drüben sind meine Teamkollegen. Hi, hi, hi. Son of a bitch. Was steht da auf einmal einer rum? Meine Fresse. Und schon wieder irgend so einer im Gasmasken Darth Vader Style. Oh, ich muss echt aufpassen, wo ich hinballer. Es geht so nicht. Ich attacke viel zu oft meine Teammates. Weil immerhin, wir gammeln jetzt als Team zusammen hier rum, geben uns gegenseitig Deckung. Das könnte schon gut funktionieren. Tja, schauen wir mal. Ganz ehrlich, ich würde den Typ mit dem Schild vorgehen lassen. Wenn ihr mich fragt. Weil der die halt einfach dann wegtankt. Ey, was geht denn jetzt ab? Ich habe irgendwie gerade einen Autowalk an. Das finde ich manchmal sehr irritierend, wenn die Charaktere dann irgendwie von alleine weitergehen. So, der blockt mich gerade fröhlich. Ich glaube, da hat sich irgendwie einer hingepackt gerade. So, da könnte noch einer hinterstehen. Okay, was geht hier ab? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn schlichtweg nicht. Okay, hier haben wir alle geholt. Okay, diese Runde geht hier mal echt fett.
Tja, ich glaube, aber ich habe noch nichts wirklich platt gemacht hier. Keine Ahnung, also mit den Leuten hier rumzugammeln ist zwar ganz hilfreich, aber man überlebt es auf jeden Fall, aber töten tut man dabei nichts. Finde ich jetzt auch nicht so spannend, aber ich meine, überlebe ich den Stuff hier. Okay, hier sieht alles gut aus. Boah, hier ist ja alles schon zerlegt von uns. Also Gebäudeschaden, frage ich mich, was die Versicherung dazu sagt. Oh, oh, oh. Da ist noch einer. Juhu! Immerhin noch ein paar Leute gekriegt. Ey, Team-Kills bringen es nicht. Ich weiß gar nicht, ob die da noch in die Statistik eingehen. Gute Frage. Yeah, Victory! Warum sind das jetzt Normal-Bots? Das würde aber auch erklären, warum die so einfach sind. Ich glaube, weil wir für den Rest keine Teammates mehr gefunden haben. Stimmt, wir sind auf Normalmodus zurückgefallen. Das ist aber schade. Those has left again. You've been disconnected. Toll. Gucken wir doch nochmal. Dann gönne ich mir jetzt vielleicht auch gerade nochmal spontan einen Operator. Vielleicht gucken wir doch einfach mal, was wir da so da haben noch. SAS, wir haben den Sledge. Im Smoke. So, wisst ihr was? Ich gönne mir jetzt einfach noch den Sledge. Weil das mit dem Hammer ist schon eine coole Sache. So, jetzt haben wir noch einen Operator und ich denke, damit sind wir mal ganz gut. Also jetzt habe ich zwei relativ tankige und einen, der ein bisschen Damage dealt. Und so ein bisschen techy drauf ist. Yeah. Weil das mit dem Hammer finde ich halt einfach ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber ich habe nicht so wirklich Defenders, ich habe immer nur Attackers. Ist aber auch so klassischerweise mein Spielstil. Da sollte ich dann aber vielleicht mal gucken, dass man da vielleicht auch irgendwie welche für den Defend holt, weil sonst muss man da halt immer Rekrut spielen. Ist zwar auch nicht so schlimm, aber egal. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich in dieser Folge mal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich Multiplayer und ansonsten Terrorist Hunt. Bis dahin, einen schönen Abend euch.